ist jetzt ein bisschen sozusagen philosophischer als heute Mittag, mit der Frage, wie finden wir denn den richtigen Notarzt? Und ich muss vielleicht gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt natürlich keine ordnungspolitische Kompetenz zu sagen, wo geht denn die Reise hin in unserem arztgestützten System. Dennoch bin auch ich genau auf die Frage als allererstes gestoßen, wer ist es denn nun eigentlich der richtige Notarzt, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wie wir ihn finden können. Und der Blickwinkel darauf ist durchaus, insbesondere wenn wir jetzt aus dem Blickwinkel der Luftrettung schauen, so ein bisschen blurry, so wie es dieser Hubschrauber symbolisieren soll, weil die Meinungen darüber gehen durchaus weit auseinander. Und darüber müssen wir uns, glaube ich, als erstes kurz im Klaren werden. Es gibt durchaus die Seite, die so auf ein arztbesetztes Rettungsmittel in der Luft schaut, als fliegendes Neff. Und da steht dann irgendwie gemäß dem jeweiligen Landesrettungsdienst etwas drin wie Weiterbildungsassistent im dritten Lehrjahr und die Fachkunde oder Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Ausschreibung für die Luftrettung vor einigen Jahren. Ausschreibungsunterlagen gut 200 Seiten. Kernleistung, ärztliche Kompetenz, so viel. Nicht in der Dicke, ja, sondern in der Länge des Textes. Ja. Und dann ist es noch ein bisschen karikierisch, stand da drin, das sollte jeden Morgen um 7 einer kommen, der Deutsch spricht. Auf der anderen Seite gibt es auch den Blickwinkel, wir reden bei Luftrettung über Expertensysteme, ja, die eigentlich so etwas wie eine Oberarztfunktion haben oder Funktion haben sollten. Das heißt dann auch Oberarzt, ja, mit all den Konsequenzen, die hinten dranhängen, plus eine breite Expertise, die er mitbringt, plus Absolvierung unterschiedlicher Kursformate und. Da werden wir noch ein bisschen drauf kommen. Und ganz am Ende sind wir uns wahrscheinlich gar nicht mal im Klaren darüber, ob, wenn wir jetzt hier eher rechts drüben denken, ob das denn eine sinnvolle Ressourcenallokation ist. Ob wir den Superprofi, der mit ganz viel Erfahrung, ob das wirklich der richtige Ort ist, dass der in der Landschaft unterwegs ist. Und da kann er nicht viel mehr Gutes bewirken, wenn er in seinem Schockraum auf die wirklich Schwerstkranken wartet. Und wenn man insbesondere in den bodengebundenen Notarztdienst hineinschaut, und das ist das, was auch sozusagen aus dem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder berichtet wird, dann haben wir viele, und ich sage das jetzt bewusst etwas flapsig, ja, lange, alterfahrene Anästhesisten und Kollegen anderer Fachrichtungen mit einer erquicklichen Berufserfahrung, die sich frustriert in den Notarztdienst zurückgezogen haben, ja, um dann pro 24 Stunden drei Patienten zu sehen, mit drei Assistenzkräften dazu, ja, um diesen Patienten dann eine Stunde lang zu betreuen, der in der Folge in einem Krankenhaus landet, wo ein Kollege oder Kollegin mit Migrationshintergrund und wenig klinischer Erfahrung dann allein gegen 20 Patienten arbeitet. Also durchaus eine Menge Fragestellungen, was, wohin und wie wir auf die Systeme gucken. Deswegen ein kurzer Ausflug und natürlich bin ich nicht derjenige, der darauf am Ende eine Antwort geben kann. Aber was für Kriterien wollen wir uns anschauen? Wenn wir über Qualifikation des Notarztes sprechen und dessen Kompetenzen, dann reden wir natürlich in erster Linie, weil es auch einfacher beschreibbar ist, über formelle Qualifikationen. Und wir reden im Weiteren dann über fachliche Kompetenzen. Aber wir haben immer wieder den Eindruck, dass wir sehr stark über therapeutisch-fachliche Kompetenzen reden. Wie viele Intubationen braucht jemand, um Notarzt fahren zu können? Wie oft muss der Gelenk reponiert haben oder. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass die diagnostische Kompetenz in diesem Kontext eher unterrepräsentiert ist, möglicherweise aber den viel größeren Impact hat für den Patienten. Weil die diagnostische Kompetenz ist diejenige, die am Ende dazu führt, dass wir gute, situationsgerechte Indikationen stellen zu invasiven Maßnahmen und den Patienten dorthin bringen, wo er mitsamt seinen möglichen Differentialdiagnosen auch richtig behandelt werden kann. Und ich bin überzeugt davon, dass wir durch den unteren Teil möglicherweise mehr Leben retten als durch den oberen Teil. Und um nochmal zurückzukommen, auch wenn wir an die Notfallsanitäter denken, es ist ja nicht das Problem, jemandem beizubringen, ein Loch in den Brustkorb zu machen. Ja, das ist technisch überschaubar schwierig. Ja, das herausragend Schwierige ist die Indikationsstellung für diese Maßnahmen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir, wenn wir auf der Suche nach dem richtigen Notarzt,
glaube, auch Notfallsanitäter sind, viel mehr über Kompetenzfelder sprechen als über formale Qualifikation. Zweiter Aspekt, es geht um mehr als fachliche Expertise. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht, und ich glaube, darüber sind wir uns im Moment, so schwer es auch beschreibbar sein muss, hier im Raum sehr bewusst, ist heute auch immer wieder angeklungen, auch gerade im Kontext Intensivtransport, um nicht-technische Fertigkeiten. Non-technical skills, die anderen sagen CRM-Skills dazu, wie immer die Begrifflichkeit sein mag. Ganz vieles, was wir tun, ist davon abhängig, dass wir gute Situationseinschätzung betreiben, dass wir in einem Team gute Entscheidungsfindungsprozesse betreiben, dass wir gut kommunizieren und. Und darüber hinaus geht es auch um so etwas wie Identifikation und Pflichtbewusstsein mit der Tätigkeit. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass so ein Tag im Hubschrauber oder auf dem NEF mehr ist als nur das kleinere Übel gegenüber dem Aufwachraum. Dass wir ein gewisses Maß an körperlicher Eignung brauchen, nicht nur bei solchen Einsätzen, wie ich so am Mittag beschrieben habe, sondern das, was wir tun, ist körperlich anstrengend. Und wenn ich am Rande meiner körperlichen Belastung bin, dann wird auch meine mentale Kapazität nicht besser. Und ganz am Ende, glaube ich, haben wir auch einen Anspruch, ein entsprechendes Auftreten und Außenwirkung zu haben. Also, wir reden eigentlich über viel mehr als über fachliche Kompetenz und Expertise. Ein Versuch, in die Literatur zu schauen, wird ob der Komplexität des Themas relativ dünn. Wenn wir versuchen, was zu finden, dann geht es ganz häufig um Vergleiche ärztlich besetzter Systeme versus Paramedic-Systeme im weitesten Sinne. Es sind ganz häufig internationale Systemvergleiche. Und gerade bei dieser Form von Untersuchungen hat man doch ganz häufig den Eindruck, dass ein gewisser Investigator-Bias besteht. Gerade wenn man sozusagen Luftrettungssysteme oder Rettungssysteme angloamerikanischer Raum, deutscher Raum vergleicht, dann habe ich jetzt wenig Arbeitenden gesehen, wo jemand, der aus einem Paramedic-System geschrieben hat, wir brauchen dringend den Notarzt, und jemand, der aus dem Notarzt-System geschrieben hat, als Conclusio, wir brauchen unbedingt das Paramedic-System. Lassen Sie mich nochmal ganz schnell, um es vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, zwei konkrete Beispiele aufgreifen. Ganz unterschiedlich gelagert. Das viel strapazierte, und ich glaube gerade von uns Anästhesiologen, etwas zu sehr in den Vordergrund gerückte Thema Atemwegssicherung. Natürlich geht es da um fachliche Kompetenz. Natürlich muss ich am Ende idealerweise in der Lage sein, den Beatmungsschlauch in der Luftröhre verschwinden zu lassen. Aber gerade weil wir Notärzte haben, geht es ja nicht darum, Algorithmen steif abzuarbeiten. Geht es ja nicht darum, dass wir stumpf jeden mit einem Glasgow Coma Scale kleiner 9 intubieren und jemand mit einem Glasgow Coma Scale von 11 nicht, sondern dass wir gerade in der Lage sind, über Algorithmen hinaus vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist ja gerade eine ärztliche Domäne. Und ich bin ein großer Anhänger von Standards und Algorithmen, aber die ärztliche Domäne ist die wohlbegründete Abweichung. Und genau das ist doch wiederum ein Human Factor Aspekt. Ja, Entscheidungsfindung und Indikationsstellung zu führen. Und sind Intubationen, wenn wir an unser Einsatzgeschehen denken, nicht häufig deswegen problematisch, nicht weil derjenige es nicht kann, sondern weil die Teamkonstellation irgendwie aus den Fugen gerät, weil die Kommunikation nicht gut ist, weil man nicht gut vorbereitet ist und ähnliches. Und ganz am Ende gehört nicht auch dazu, um das nochmal aufzugreifen, dass wir in solchen Situationen am Ende vielleicht vorher mit dem Patienten und nach der Intubation mit den Angehörigen sprechen wollen und müssen, was das jetzt alles bedeutet. Und damit komme ich noch zu einem anderen Aspekt. Wenn wir mal so ganz grob in den letzten 15 Jahren auf fast 500.000 Patientenversorgungen schauen, dann erinnere ich mich an einen Haftungsfall, im Prinzip an fast keine Beschwerde bezüglich medizinisch-inhaltlicher Versorgung, an die ein oder andere Beschwerde über die Auswahl der Zielklinik, kommt dann aber meistens aus der Klinik, die sozusagen nicht bedacht worden ist, das kennen wir, glaube ich, alle. Aber es gibt relativ viel Feedback zu Verhalten und Interaktion, zu Teamkonflikten, zu Mangel an Empathie, ja, ethische Aspekte und ähnliches. Und da gibt es Menschen, die seitenlange Briefe schreiben, weil sie genau das bewegt hat. Also Notfallmedizin ist, glaube ich, ganz abhängig nicht nur, dass wir Menschen am Sterben gehen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Luftrettung blicken,
dann reden wir natürlich nicht nur um Einsätze im Wohnzimmer und um den normalen Verkehrsunfall, sondern wir reden darüber, dass wir relativ häufig in komplexen Situationen uns bewegen. Und komplexe Situationen muss nicht beileibe nicht nur die Windenrettung sein, sondern eben all das und einiges mehr, was ich hier aufgeführt habe. Ich möchte besonders auch darauf hinweisen, was wir manchmal gar nicht so im Blickwinkel haben, das große Maß öffentlicher Exposition, dass gerade der Hubschrauber-Notarzt zu dem Zug die Hubschrauber-Crew wieder fährt, weil die merkt man immer, wenn sie ums Eck kommen. Versorgung zum Beispiel von Personen öffentlichen Lebens, ja, das ist immer noch mal, glaube ich, was anderes. Also ich möchte nicht bei der Intubation von Franz Josef Strauß dabei gewesen sein, da war ja noch keiner drüber, das sah nicht zu der Zeit. Und aber auch, wie ich es vorher erwähnt habe, Notfälle innerhalb der BOS-Organisation, die immer eine ganz, ganz ungute Dynamik haben, die man häufig ganz schlecht einzufangen bekommt. Und auch das sind Anforderungen, die wir uns zu stellen haben. Und ich glaube, dass da nochmal andere Aspekte kommen. Es gibt nicht den Einsatz, wo wir sagen, naja, der Gefahrenbereich ist für uns tabu. Ganz häufig geht es darum, sozusagen die Inkaufnahme einer tolerierbaren Eigengefährdung zu bewerten und für sich selber einen Handlungskorrektor zu definieren. Ja, in welchem Gelände bin ich noch sicher unterwegs? Ja, wo fühle ich mich noch wohl? Auch gerade bei uns an der Schnittstelle Bergwacht ist es gar nicht so einfach für die Kollegen der Bergwacht. Der weiß nicht, ob er einen Flachland-Tiroler als Notarzt plötzlich an die Seite gestellt bekommen hat oder einen, der sowieso immer auf irgendwelchen Klettersteigen unterwegs ist. Das ist nicht pauschal beurteilbar. Ich bin gefordert, meine notfallmedizinischen Strategien zu adaptieren. Auch dort funktioniert normale Algorithmenmedizin nicht mehr. Und ich muss einen kombinierten Denk- und Arbeitsbelastung bewältigen. Wir machen medizinische Simulationen im Windenrettungstraining, nicht weil wir an dieser Stelle irgendjemand Medizin beibringen wollen. Das wäre beileibe zu spät. Wir machen es, um den kombinierten Workload abzubilden. Ja? Damit die Crews lernen zu merken, dass der Patient schlecht wird, kurz bevor der Haken kommt. Damit sie medizinische Maßnahmen und technische Eigensicherung parallel abarbeiten und bewältigen können. Und ja, relativ offensichtlich die hohe, zum Teil hohe physische und oder psychische Belastung, die uns in der Regel nicht besser macht. Und dann sind wir natürlich gerade bei komplexen Einsätzen plötzlich in Ad-Hoc-Teams, die wir nicht nur nicht persönlich kennen, sondern auch ganz schwierig, deren Qualifikation und Kompetenz wir wiederum nicht kennen und die gar nicht wissen, wem kann ich jetzt was in welcher Situation abverlangen oder zutrauen, weshalb es manchmal vielleicht durchaus Sinn macht zu fragen, hey, was habt ihr gelernt sozusagen? Und in all dem glauben wir unter anderem, dass Patientensimulation nicht nur ein großartiges Trainingstool ist, sondern eben auch eine gute Methode zur Personalauswahl. Weil was Sie auch dort erleben, ist Immersion des Kandidaten in ein Szenario und damit die Möglichkeit, tatsächlich einzelne Kompetenzen und Kompetenzfelder zu bewerten in einer quasi ungeschminkten Art und Weise. Der Versuch einer Zusammenfassung, um den richtigen Notarzt zu finden, müssen wir natürlich, so ähnlich wie auch gerade beschrieben, für eine den Divi-Intensivtransportkurs oder den Bereich des Intensivtransportes gewisse Qualifikationen und Anforderungen beschreiben und definieren. Wir müssen demnach, wenn wir es uns denn leisten können und wollen, aber Selektion und Auswahl betreiben, vor allen Dingen nach Kompetenzen und nach den Dingen, die wir schlecht verändern können oder schlecht vermitteln können. Und das sind natürlich vor allen Dingen Persönlichkeitsmerkmale. Wir müssen trainieren und gerade insbesondere aus dem Blickwinkel der Luftwehrrettung, wo wir per se relativ oder in der Regel sogar sehr erfahrene ärztliche Kollegen bekommen, im Rahmen der nicht-technischen Fertigkeiten und der ein oder anderen technischen Fertigkeit. Und wir müssen aber auch kontinuierlich darauf achten, wie sind die Einstellungen und die Motivation zur Sicherheit, sowohl zur flugbetrieblichen als auch zur Patientensicherheit. Ich glaube, wir haben in der Notfallmedizin zu häufig einen Gedanken im Sinne von, es wird schon gut gehen, anstatt was könnte alles passieren. Und ich bin immer wieder beeindruckt von unseren flugbetrieblichen Kollegen, die, obwohl kein einziger sich an einen Fall erinnern kann, so wie sie es vorher gesehen haben, jedes Mal und wieder einen Rückwärtsstart machen, aus der Angst, oder nicht aus der Angst, sondern aus der Vorgabe heraus, es könnte ein Triebwerk ausfallen. Und das machen die immer wieder.
Eintrittswahrscheinlichkeit wahrscheinlich kleiner 1:1 Million. Und sie tun es trotzdem konsequent. Wie konsequent sind wir beim Transfer vom Dachlandeplatz in den Schockraum, um jederzeit auf eine Komplikation vorbereitet zu sein? Nehmen wir immer unser Notfallequipment mit oder neigen wir irgendwann dazu, weil 10 Jahre lang nichts passiert ist, zu sagen, nee, es geht doch jetzt in eine Aufzugfahrt auf Rundebuchs. Und auch das ist, glaube ich, ein Problem der medizinischen Sicherheitskultur im Vergleich zur fliegerischen. Der Versuch einer Zusammenfassung der richtigen Notarzt zeichnet sich durch vielfältige Kompetenzen aus. Und auch hier steht Human Factors und Non-Technical Skills ganz sicherlich in einem ganz besonderen Fokus. Und wir finden ihn und können ihn hoffentlich behalten, indem wir einmal Kriterien definieren, Auswahlverfahren betreiben und am Ende die spezifischen erforderlichen Kompetenzen trainieren. Vielen Dank.